freue mich sehr, dass er so kurzfristig unserer Einladung gefolgt ist. Er ist Kriminalbiologe, einer der gefragtesten der Welt und wurde zum Beispiel, so erzählt es die Legende, vom russischen Geheimdienst FSB als Experte hinzugezogen, als es darum ging, mutmaßliche Schädeldecke und Gebiss von Adolf Hitler zu untersuchen. Denn kaum einer ist wie er in der Lage, anhand von winzigen Spuren zu rekonstruieren, was in den letzten Stunden eines Menschen passiert sein könnte. Gerade geht das Bild eines bereits mumifizierten deutschen Seglers um die Welt. Und das große Rätsel ist, was ist diesem armen Mann widerfahren? Herzlich willkommen, Marc Benecke. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Also, es ist dieses Bild, das gerade um die Welt geht, das Bild eines Mannes, von dem die Welt seitdem rätselt, was ist diesem Mann zugestoßen? Und ich würde gerne Sie, Herr Benecke, gleich zu Beginn fragen, was geht jemandem wie Ihnen durch den Kopf, wenn er ein solches Bild sieht? Ja, also, was lesen Sie daraus? Ja, wir gucken, also mein Team und ich, ne, also nicht nur mir geht das durch den Kopf, wir gucken natürlich erstmal komische Sachen an. Da ist ja so ein schwarzer Punkt, der wie ein Auge aussieht, der das Bild jetzt besonders gruselig macht. Das ist wahrscheinlich einfach ein Schatten von der Kamera. Und so schließen wir jetzt erstmal alles aus, was nicht so wichtig ist. Zum Beispiel, ob das Netzteil da auf dem Tisch jetzt irgendwie explodiert ist oder er da Strom von gezogen hat. Das lassen wir mal alles jetzt zur Seite. Und dann arbeiten wir uns zu den kleinen Dingen vor. Da fällt Ihnen ja sicher auch sofort diese Hand auf, die so weiß ist. Das ist meistens Schimmel bei solchen Mumien. Man sieht, dass die Haare noch dran sind, weil normalerweise bei Leichen die Haare ja rausfallen. Man nennt das, die werden ausziehbar ganz schnell durch die Fäulnis. Und so arbeitet man sich da durch die Leiche. Man sieht auf dem Originalbild, das ist noch ein bisschen farbiger, sieht man auch so eine graue Asche. Das eigentlich auch fragt man sich, hä, kann das Asche sein? Weil Leichen ja normalerweise so bräunlich-rötlich sind. Und da auf dem Boden sehe ich dann so, da kann man jetzt hier auch nicht so gut sehen, aber da ist so eine Reflexion. Also warum steht denn das Bein im Wasser? Also so arbeitet man sich da immer näher an die ganz kleinen Details ran. Und da machen wir Fotos. Also das steht im Wasser, ja, das sehen Sie dann. Was erzählt Ihnen dieses Bein beispielsweise? Ich muss ehrlich sagen, es ist sehr irritierend, mit welcher Abgeklärtheit Sie darüber jetzt hier erzählen. So. Aber das ist Ihr täglicher Beruf, ne? Ja, das mache ich. Ja. Wir sind jetzt bei Fall 1000 ungefähr, wofür wir eine Akte angelegt haben. Also wir haben jetzt im Team schon viele Leichen gesehen und natürlich auch noch viel mehr darüber hinaus. Gerade auch Mumien, die gibt es ja auch in Mumienkellern im christlichen Zusammenhang. Das muss also nicht immer so fürchterlich sein. Ich glaube, hier zum Abgeklärten jetzt, das macht, glaube ich, die Atmosphäre, dass man sich überlegt, so ein Geisterboot, was da Leck durch die einsam durch die Gegend geistert. Das ist also eher in der Vorstellung eines Menschen, da sieht man es nochmal, war der traurig, war der einsam und so. Aber ansonsten ist das eigentlich eine ganz normale Vertrocknung und Mumifizierung, wie die früher auch häufig bei Suizidenten aufgetreten ist, die im Dachstuhl waren und dann vertrocknet sind, indem die Luft da vorbei gestriffen ist. Oder der Ötzi, den Sie ja auch noch kennen wahrscheinlich. Nicht persönlich, von zu Hause. Von zu Hause. Nein, so alt sind Sie noch nicht. Ja. Kurz davor. Und da ist das ja auch passiert, dass er einfach ausgetrocknet ist. Also es passiert häufiger mal. Und wenn man das einfach wegschneidet, das Emotionale, dann sieht man einfach den Vertrocknungsprozess, so wie er auch kennt man auch von Lebensmitteln, zum Beispiel Schweinebeine, die vertrocknen, die man dann als Schinken in dünne Scheiben schneidet. Das sind auch, das ist Mumiengewebe, das ist Vertrocknungsgewebe. Und insofern ist das viel näher an einem Menschen dran, als man das glaubt. Also wir klammern das so künstlich aus und sagen, ja, das hat mit mir nichts zu tun, aber wir werden halt alle mal sterben und uns alle auch zersetzen. Ja, das ist wahrscheinlich auch das Faszinierende irgendwie an diesem Bild, ne? Weil es uns wahrscheinlich an unsere eigene Endlichkeit auch erinnert in gewisser Weise und zeigt auch, wie zerbrechlich auch das Leben ist. Sie haben eben dieses Bein angesprochen, Herr Benecke, und es gibt Bilder, die das noch mal ein bisschen genauer zeigen. Das ist ja wichtig, auch für Sie sowas dann genau zu rekonstruieren. Was erzählt Ihnen die Art und Weise, wie dieses Bein jetzt beschaffen ist über diesen Mann und diese Geschichte? Man sieht, dass das so nicht so trocken ist, wie man vielleicht über so eine Konga-Trommel oder sowas, wenn da so ein Lederfell, das ist ja auch mumifiziertes Hautgewebe, vertrocknetes, drüber gespannt ist. So sieht das ja gerade nicht aus. Das sieht ja eher so weich oder schmierig oder, oder pockig und dann so zerfranst aus. Und das spricht dafür, dass er vielleicht vorher vertrocknet ist, gestorben und vertrocknet ist und dass das dann irgendwie vielleicht ins Wasser gelangt ist oder dass das Schiff schon irgendwie sonst vorher gekentert ist, das Bein im Wasser war und sich eben anders zersetzt hat als der Rest des Körpers. Und das ist sehr spannend, weil manchmal werden die Leichen ja zum Beispiel von einem Täter oder Täterin woanders hingebracht, als die
Stelle, an der sie vorher lagen. Und dann sieht man das aber noch in der Leiche. Das nennen wir, ich kenne kein gutes deutsches Wort, Differential Decomposition heißt das. Also verschiedene Zersetzungen an verschiedenen Körperteilen. Und so kann man also die Geschichte erzählen von diesen Leichen. Das heißt, das ist ein wichtiges Detail für Sie. Genau, das sind zwei verschiedene Sorten der Zersetzung. Das eine ist die Austrocknung oberhalb dieser Wasserlinie und das andere ist eine feuchte, bakterielle Zersetzung unterhalb dieser Wasserlinie. All das erzählt Ihnen dieses Foto. Dieses Foto, muss man dazu sagen, wurde aufgenommen vor der südphilippinischen Küste, also über 100 Kilometer von der Küste entfernt. Mittlerweile meint man zumindest zu wissen, dass es sich um einen tatsächlich deutschen Segler handelt. Ein Mann, der offenbar bis zum Schluss versucht hat, verzweifelt Hilfe zu holen, war allein auf einer großen Weltumsegelung, Mast irgendwann gebrochen im Sturm, wie das so passiert. Und offenbar kam diese Hilfe dann zu spät. Der Staub, den wir da sehen, wie wichtig ist der, wenn jetzt für die Frage, was ist dem zugestoßen? Ich meine, es könnte ja auch das Opfer eines Raubüberfalls oder eines Mordes sein. Ja, ganz genau. Ne? Also man muss ja überhaupt nicht, die Umgebung braucht man ja nicht glauben. Der könnte ja ganz woanders gestorben sein und dann in diesen Stuhl da gesetzt worden sein, an den Tisch. Genau, jeder, der Sherlock Holmes oder sowas liest, der weiß das ja, dass man überhaupt nichts glauben darf und das machen wir auch nicht. Und in solchen Fällen wäre der Staub sehr, sehr interessant, weil zum Beispiel kann man sich fragen, wo kommt der her oder enthält der irgendwelche kleinen pflanzlichen Bestandteile oder Mikrobestandteile? Staub, der gar nicht vorkommt in der Gegend, in der er da unterwegs ist. Und es könnte aber auch Schimmel zum Beispiel sein, der entstanden ist, nachdem die Leiche komplett getrocknet ist. Dann wäre die so rotbraun, wie man das aus dem Museum kennt. Und dann ist aber vielleicht später mehr Wasser in das Boot gelangt. Und dadurch ist dann wieder mehr Feuchtigkeit entstanden und dann ist der Schimmelrasen möglicherweise später entstanden. Man müsste da also ganz genau gucken, aber ich will das ruhig mal zeigen, damit man sieht, da braucht man gar nicht viel für. Das sind einfach so kleine Lupen und damit, die reichen eigentlich schon, so 20-fach Lupen oder sowas. Und die kann man also immer mit sich rumtragen. Und sowas haben Sie immer dabei, ja? Genau, sowas habe ich immer dabei. Genau. Und das Zweite, was wichtig ist, ist einfach eine gute Lampe, die so ein gleichmäßiges Feld erzeugt, sodass das beim Fotografieren halt nicht so komische Ringe gibt, wie das manchmal der Fall ist. Und dann einfach noch so ein Aufkleber oder ein Kärtchen, das habe ich jetzt selber gebastelt, mit Millimeter, Zentimeter, Inch und so einer Farbskala. Und dann kann man auch schon mal fotografieren auf Vorrat, für den Fall, dass später eine neue Information kommt. Weil wir prüfen ja nicht alle möglichen Vorgänge. Also ist der jetzt im Eis gestorben und wurde dann in die Philippinen gebracht? Sondern wir prüfen ja immer nur das, was wir gefragt werden. Und das mehr braucht man am Anfang nicht. Neugier, nah rangehen und gucken. So, in dem Fall reden wir von einem Menschen, der ganz offenbar mumifiziert ist. Wie schnell kann sowas gehen und unter welchen Umständen? Also warum tritt da keine Verwesung ein, in dem Fall zum Beispiel? Weil die Bakterien, die auf die Zersetzung unseres Körpers spezialisiert sind, die mögen es feucht. Weil halt diejenigen Bakterien, die Fäulnisbakterien sind, haben halt frische Leichen vor sich sozusagen. Und dann hat sich das im Laufe der Evolution so entwickelt, dass die Feuchtigkeit benötigen. Und wenn man jetzt sehr schnell austrocknet, ist für diese Leichen Erstbesiedler, auch für die Insekten, die mögen auch frische und feuchte Leichen, ist da nichts zu holen. Also das ist wie, wenn wir irgendwie eine staubtrockene Wolldecke essen wollten. Das geht halt nicht. Und deswegen ist das auch sozusagen eine Konservierungsmethode. Also deswegen benutzt man im christlichen Kontext, katholisch-christlichen Kontext auch diese Mumien. Da sagt man, das sind heilige Personen, die geschützt wurden vor der Zersetzung. Also in denen ist noch der Keim der Heiligkeit. Und es reicht einfach, dass warme Luft vorbeistreift und dann mit der warmen Luft unser Körperwasser abtransportiert wird. Wir bestehen fast nur aus Wasser, technisch gesehen, biologistisch gesehen, medizinisch gesehen. Und warme Luft, das, was jeder vom Wäsche aufhängen, die kann viel Wasser aufnehmen. Ja. Und mehr ist das nicht. Also das reicht für eine Mumifizierung. Man braucht keine Binden, kein Natron, keine Öle. Man muss auch die Organe nicht rausnehmen, wie in Ägypten. Es reicht einfach vorbeistreifende Luft. Das, aber die brauchen Sie, diese Luftzirkulation, ja? Ja, wenn man in einer Tonne sitzt, das hat mal ein buddhistischer Leiter eines Klosters gemacht. Der hat sich in so eine Kiste gesetzt, so eine Gebetskiste zugemacht, hat gesagt, mach die in 20 Jahren wieder auf. Und das haben die auch gemacht. Und der ist zu einer Wasserleiche geworden. Weil? Also, weil sein Körperwasser in der Kiste, die nicht, also die war wasserdicht, die Kiste, in der ist er zur Wasserleiche geworden und da sieht man dann diese Schichten und nur ganz, ganz oberhalb gibt es eine leichte Mumifizierung und der Rest ist eben dann in normale Fäulnis oder in Fettwachsbildung übergegangen. Also da konnte die Luft nicht genügend vorbeistreifen, weil die Kiste zu dicht war. Dann gibt es also keine Mumifizierung. Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, was Sie alles so erleben und was Sie auch alles so mitkriegen. Und Sie haben eben gerade einen sehr makaberen und harten Vergleich gebracht. Sie haben es mit Schinken verglichen. Ja, das ist wirklich so. Warum mit Schinken? Weil luftgetrockneter Schinken. Ja, man sieht da am allerehesten, dass wir uns vormachen, dass das gruselig wäre, giftig wäre, grausig, fürchterlich. Ja. Und in Wirklichkeit gibt es viele Menschen, die halt Leichengewebe essen. Ne? Also Gulasch sind ja Leichenmuskelwürfelchen. So. Oder ein Kotelett ist Leichenknochen mit Leichenmuskeln.
Schule. Und wenn es dann vertrocknet ist, dann ist es halt, wie heißt denn das? Luftgetrocknet. In Italien gibt es auch so schöne Worte dafür, teilweise. Ja, ja. Speck ist das bei uns dann. Ja, genau. Oder geräuchert auch. Und genau, so oder wenn es ganz, ganz dünn ist. Und in Wirklichkeit ist das alles viel näher. So wie der Bündnerfleisch aus der Schweiz. Bündnerfleisch, genau. Ja, ja, ja. Und deswegen finde ich das so spannend mit den Lebensmitteln, weil wir das künstlich ausgrenzen, obwohl es ganz nah ist und was ganz normal ist. Ich hab mit dem, was Sie gerade erzählt haben, haben Sie jetzt mehr, glaube ich, für die Bewegung der Vegetarier getan, als jeder andere jemals davor. Ja. Das ist Wahnsinn. Also, ich werde mein Schinken morgen werde ich direkt wieder abbestellen. Das ist sehr vernünftig. Ja. Sind Sie Vegetarier? Ja, ich bin sogar Veganer, aber das hat nichts mit den Leichen zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat eher was mit der Gewalteinwirkung zu tun. Hier sehe ich eigentlich eher was Friedliches. Der hat natürlich am Ende seines Lebens, war er bestimmt verzweifelt. Es gibt ja viele Geschichten von Seglern, die so Katastrophen erlebt haben und das überlebt haben. Aber im Grunde genommen ist er friedlicher gestorben als die meisten Leichen, die wir sehen, die durch Gewalteinwirkung sterben. Und wenn man viel mit Leichen arbeitet, zumindest mein Team und ich, dann sieht man in diesem Lebensmittelgewebe, sieht man halt ein bisschen sehr überstark die Gewalt, die da drin steckt. Also es hat nichts mit der Fäulnis zu tun. Fäulnis ist nicht giftig, Fäulnis ist der Kreislauf des Lebens. Aber die Gewalt sehen Sie da drin? Ja, da wird man im Laufe der Zeit irgendwie dünnhäutig. Ich mache das jetzt auch schon über 20 Jahre und dann auf einmal sickert die Gewalt so in einen ein, ja. Das ist interessant. Das heißt, das lässt sie nicht eher kalt, sondern das fasst sie eher an. Genau, ja. Die Gewaltdelikte, die fassen einen irgendwann an und dadurch wird man dann eben, wie gesagt, ein bisschen dünnhäutiger und hat am Ende dann kein Interesse mehr. Und ganz grundsätzlich, also die Einstellung zum Tod, kennen Sie mit Sicherheit, Simon Beckett, Die Chemie des Todes, ein sensationelles kleines Buch, ein Thriller. Da geht es auf den ersten 2-3 Seiten nur darum, was in den ersten Sekunden und dann Minuten nach dem Moment des Todes mit einem Menschen passiert. Ja. Es ist faszinierend, das zu lesen, auch gruselig, das zu lesen. Aber die Zersetzung, also unser Ende, beginnt unmittelbar. Ja, das schon. Letzter Herzschlag, Feierabend. Ja, und dann beginnt schon, dann übernehmen schon andere. Nee, das stimmt. Aber der Trost ist, biologisch gesehen sterben wir ja, wenn unsere aufbauenden Körperprozesse abnehmen. Und das passiert schon so ab dem 24. Lebensjahr. Also so gesehen muss man also nicht auf den Zeitpunkt des Todes warten. Da können Sie ganz beruhigt sein. Wahnsinn. Was denkt denn einer wie Sie noch über den Tod? Macht Ihnen das noch Angst? Nee, der Tod an sich nicht. Mir geht's, glaube ich, wie allen Leuten tief im Herzen. Wenn man jetzt nicht glaubt, man wäre der Schönste und Größte, dann fühlt man sich natürlich da gekränkt, aber ich nicht. Gekränkt ist schön, ja. Ja, ja, aber ich nicht. Also ja, da gibt's schöne Zitate auch von Simone Beauvoir, die sagt, also der Hauptgrund, warum sich Menschen ärgern, dass sie sterben, ist halt eben, dass sie das für eine Zumutung von Gott halten. Aber das Ist eine Beleidigung eigentlich. Ich würde mich aber nicht auf diese Stufe stellen und mich da mit Gott anlegen, sondern ich würde sagen, wir sind halt Organismen. Irgendwann funktionieren die nicht mehr. Aber wenn wir was Gutes im Leben getan haben, dann kann sich das ja weiter fortsetzen und dann reicht das auch. Dann reicht mir das so als Dünger noch sozusagen. Ja, wenn man so, ja, Energie verschwindet ja nicht. Weil Sie den gerade angesprochen haben, Herr Benecke, der alte Bekannte von mir, Herr Ötzi, ja, das war ja eine Gletschermumie, ne? Der sah ja irgendwie anders aus. Ja, genau, der hat diese typische rötliche Färbung. Ach, ja. Das könnte sein, dass es schwarz-weiß ist, aber der hat so eine typisch rötliche Färbung. Da sieht man es gut. Ne? Da sehen wir nochmal, im Museum in Bozen. Ne? Genau, weil er eben nicht so geschimmelt ist, das kommt durch die Kälte. Also die Schimmelpilze können, ich habe auch schon bei Vampirenterdigungen, wo die Leute dachten, das wäre ein Vampir, wo die Menschen dachten, es sei ein Vampir, der da begraben worden sei, dann haben sie nochmal nachgeguckt. Da sieht man manchmal Schimmel drauf, wenn es sehr feucht und kalt ist, aber der Ötzi, da war es so kalt, dass da also auch kein Schimmel wachsen konnte. Ja. Und der war ja auch im Eis drin und das ist ein Sonderfall. Man sieht es auch bei diesem peruanischen Mumien und so, die haben diese typisch rötliche Farbe. Ja. Übrigens genau die Farbe, die man eben wieder in Schinken sieht. Wenn wir beim Thema ist ja gut, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Wir sind alle schon auf dem rechten Weg. Also, gibt keinen, mit dem man so herrlich ein so morbides Thema besprechen kann wie mit Ihnen, Herr Benecke. Würde Sie gerne, bevor wir jetzt zu Frau Allmann kommen, fragen, wenn man stirbt auf einem Berg in der Kälte, Ötzi ist eben als Stichwort gefallen, ist das ein angenehmer Tod oder ist das etwas, was ganz furchtbar ist? Erfrieren. Also erfrieren an sich, das kommt drauf an. Also es gibt viele Menschen, die da sieht man das, dass sie sich zum Beispiel ausziehen, weil sie auf einmal denken, es würde ihnen ganz heiß. Paradoxes Kälteempfinden heißt das oder paradoxes Wärmeempfinden. Also da merkt man schon, dass sie gar nichts mehr mitkriegen. Ich glaube, was du geschildert hast, dass du noch gemerkt hast, wie du Schmerzen hattest und so weiter und bei Bewusstsein warst, da ist es dann, glaube ich, in dem Moment auch von den Schmerzen sehr stark überlagert. Aber es gibt Leute, die berichten, dass sie, also wenn sie das überleben natürlich, die schon sehr, sehr nah da dran waren, die berichten, dass das dann so eine Art Dämmerzustand oder sowas ist. Das
Das gibt es bei vielen Todesformen. Mhm. Aber ich denke, hier muss man wirklich den Schmerz in erster Linie sehen, der das Problem dabei ist. Was bei mir ja aber erst später aufgekommen ist, also erst, als ich da gelegen bin, als ich gefallen bin, war ich ja auch so ein bisschen gedanklich schon abgeschweift. Mhm. Irgendwie, ich habe dann echt den Garten von meinen Eltern im Frühling gesehen und war da echt in so einem, ganz selig. Ja. Und Endorphinausschüttung, ja, das kenne ich. Ja. Ja. Das gibt's. Dass Sie das kennen, war mir klar. Ja. Also, nee, das ist wirklich ein interessanter Zustand. Ja. Kasper. Gela Alm.